Die Karoo-Halbwüste im Nordwesten Südafrikas. Die Strauchlandschaft gehört zu den artenreichsten der Erde. Viele Pflanzen sind da den trockenheißen Lebensraum perfekt angepasst und kommen nur hier vor. Die einmalige Landschaft sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Amanda Bourne von der Umweltschutzorganisation Conservation South Africa beobachtet die Veränderungen mit Sorge. Für die Zukunft erwarten wir, dass es heißer und trockener wird. Und wir haben bereits Messergebnisse, die zeigen, dass die Temperatur steigt. Durch das Zusammenspiel von weniger Regen und höheren Temperaturen erwarten wir, dass einige der nur hier vorkommenden Pflanzenarten aussterben werden. Außerdem wird sich dadurch die Wüste ausbreiten. Trockenheit, Unachtsamkeit und Brandstiftung setzen der Vegetation zu. Weil kein brauchbares Feuermanagement existiert, können sich Buschbrände ungehindert ausbreiten und Schaden anrichten. Eine noch größere Belastung sind aber Schafe und Ziegen. Die Herden der Bauern sind zu groß, viele Flächen überweidet. Seit kurzem gibt es einen Beweidungsplan, so sollen sich die Strauchlandschaften wieder erholen können. Anatolische Hirtenhunde schützen die Herden und die Raubtiere der Gegend. Früher haben die Schäfer Giftköder ausgelegt und damit Schakale, die seltenen Wüstenluchse und Leoparden getötet. Das sei jetzt vorbei, sagt Schäfer Calvin Links. Ich habe kein einziges Schaf mehr verloren, seit ich den Hund habe. Er spürt die Schakale und den Wüstenluchs schon von Weitem. Und dann vertreibt er sie. Rufus Hein arbeitet ebenfalls für Conservation South Africa. Er gehört zum Volk der Nama und kümmert sich unter anderem um die Wiederherstellung der wichtigen Feuchtgebiete in der Region. Die versorgen die Gegend mit Wasser, auch in der Trockenzeit. Viele wurden durch die Landwirtschaft stark geschädigt. Erst durch Gelder aus der Internationalen Klimaschutzinitiative konnten viele Projekte vorangetrieben werden. Das Ziel der Sanierung dieses Feuchtgebietes ist es, das Wasser aufzuhalten. Bislang ist alles einfach hier abgeflossen. Nun steht es wieder und versorgt so viele seltene und wichtige Pflanzen und sichert deren Überleben. Es ist noch eine Aufgabe für Jahrzehnte, die Schäden an der Landschaft und der Vegetation wieder zu heilen. Doch die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Seit die Herden nicht mehr ungehindert grasen können, ist auch wieder mehr Platz für die einzigartigen Blumen und Büsche am Kap.